diesen Konflikt sollten wir mit Kraft unserer Moderationsfähigkeit versuchen zu einigen und auf einen produktiven Weg zu bringen. In diesem Sinne darf ich Sie recht herzlich begrüßen und würde jetzt Matthias Platzig bitten, uns in das Thema einzuführen. Ich glaube, dass es in Deutschland Zeit ist mal für gute Nachrichten, und wir haben heute auf jeden Fall eine. Der Tarifkonflikt, von dem Bodo Ramelow eben gesprochen hat, der sich ja letztlich schon über eine sehr, sehr lange Zeit hinzog und teilweise auch lähmende Wirkung hatte, ist mit Wirkung von gestern Abend beendet. Wir haben am Ende, glaube ich, einen Abschluss mit Vernunft und Augenmaß wirklich hinbekommen. Da danke ich auch allen Beteiligten. Hier mussten alle Seiten über Hürden auch springen. Es ist eine Vielzahl von Tarifverträgen verhandelt worden. Also es ging nicht nur um einen, sondern weit mehr als ein Dutzend. Die sind alle seit heute Nacht unter Dach und Fach. Das heißt also, die Spezifik dieses Schlichtungsverfahrens ist auch, dass die Tarifverhandlungen jetzt nicht beginnen, sondern auch schon abgeschlossen sind. Alles ist unterschrieben, der Tariffrieden ist hergestellt. Wir haben ein Ergebnis, das Gott sei Dank dazu führt, dass unsere Kunden Planungssicherheit bekommen, dass sie wieder sich verlassen können auf diese Deutsche Bahn und das auf eine längere Perspektive hin, mehrfach angesprochen, die Laufzeiten der Tarifverträge und die Verabredungen ergänzend in Sachen Friedenspflicht. Also von daher habe ich da große Hoffnung, dass die Kunden das Vertrauen in die Deutsche Bahn und deren Zuverlässigkeit zurückgewinnen. Das brauchen wir in einer Zeit, in der wir um jeden Kunden kämpfen. Und ich glaube, das ist ein gutes Signal. Das zweite Signal geht natürlich in Richtung Belegschaft, dass Betriebsfrieden wieder einkehren kann. Weil die Belegschaft hat, glaube ich, fürchte ich, gelitten unter diesen Auseinandersetzungen. Manches hat sie auch nicht verstanden. Das geht der Belegschaft nicht anders dann als mir. Aber im Ergebnis sind wir jetzt an dem Punkt, dass diese Belegschaft eine einheitliche Belegschaft ist. Man sieht es am besten daran, was ja viele im Vorfeld nicht haben glauben können. Für den Monat Juli 3,5% für 160.000 Kolleginnen und Kollegen, ob sie GDL-Mitglied sind, EVG-Mitglied sind oder auch in keiner Gewerkschaft sind. Das heißt, das, was wir als Prinzip immer versucht haben zu argumentieren, sagen, keine kollidierenden Regelungen für eine und dieselbe Personengruppe in Geld und in Zeit, ist uns gelungen. Und das ist für mich personalpolitisch der große Erfolg dieser Schlichtung, dass wir da auf einem Pfad sind, dass wir die Gesamtbelegschaft nicht aus dem Blick verlieren. Die Inhalte sind beschrieben. Über Geld habe ich gesprochen, über Arbeitszeit ist gesprochen worden, will ich gar nicht wiederholen. Das hat Elemente, die sehr ins Kleinteilige gehen, die für uns wichtig waren, den Umgang mit den Überstunden, Herr Ramlotz angesprochen, aber auch Zinsregelungen, die Ihnen nichts sagen, aber die was zu tun haben mit einer Stunde, die aufgelaufen ist und die dann immer mehr wert wird. Solche Regelungen werden künftig dann entfallen, wenn wir erfolgreich sind, nämlich diese Millionen Stunden bis 17 zurückzufahren. Herr Wieselski hat es angesprochen, wir haben wie von uns angeboten, zuletzt immer wieder einen Tarifvertrag über Grundsatzfragen der Zusammenarbeit hinbekommen, auch dank der Schlichter, sicher auch dank Professor Beppler, der auf unseren Vorschlag ja in das Verfahren im Vorfeld der Schlichtung einbezogen war. Wir wollen versuchen, das Thema Sozialpartnerschaft wiederzubeleben, aktiv wiederzubeleben. Es bleibt das Ziel, mit beiden Gewerkschaften perspektivisch in einem kooperativen Umgang miteinander zu sprechen und perspektivisch dann auch zu verhandeln. Wir haben ein Element einbezogen, weil Herr Wieselski das Tarifeinheitsgesetz das Mögliche angesprochen hat. Wir haben für die Laufzeit dieses Tarifvertrages, der bis 2020 geht, ein verbindliches Schlichtungsverfahren verabredet. Das heißt, vor jedem potenziellen Konflikt sind wir in der Lage, auch als Arbeitgeber in der Lage, ein Schlichtungsverfahren einseitig einzuleiten, sodass wir also solche Exzesse, wie wir sie zuletzt erlebt haben, hoffentlich perspektivisch, jedenfalls auf absehbare Zeit nicht mehr erleben werden. Das, finde ich, hat einen hohen Wert neben allen materiellen und immateriellen Verabredungen, die wir in diesen 16 Verträgen unter hohem Zeitdruck mit dem ehrgeizigen Ziel
vor 24 Uhr fertig zu werden, dann geschafft haben. Also alles in allem dass das vernünftige Ende einer unnötig harten Auseinandersetzung mit einem Ergebnis, was hoffentlich dem Unternehmen dient, aber vor allem auch den Kolleginnen und Kollegen draußen.